Hallo, mein Name ist David. Ich war einmal ein Mensch und lebte glücklich hier in Hanoi. Atmen, das macht jeder Mensch. Jedes Jahr, jede Woche und jede einzelne Sekunde seines Lebens. So bleiben wir am Leben, ohne viel darüber nachzudenken. Luft bringt Leben in jede Pflanze und jedes Tier. Ohne sie ist kein Leben möglich. Ihr habt in den Nachrichten wahrscheinlich schon etwas von den Umweltkrisen in China oder Indien gehört. Es gibt sie auch in Hanoi. Atmen wir hier, um zu leben, oder atmen wir, um zu sterben? Wir haben mit verschiedenen Menschen über dieses Thema geredet. Durch den ansteigenden Verkehr, durch die ansteigenden industriellen Aktivitäten um Hanoi hat sich die Luftqualität in den vergangenen Jahren auf jeden Fall verschlechtert. Hiện nay thì không khí tại Hà Nội có nhiều điểm khá là ô nhiễm. Nhiều nơi khá là ô nhiễm vì khói bụi, vì rác thải ô nhiễm môi trường. Hà Nội nhiều không khí không trong lành. Bây giờ ô nhiễm nhiều lắm. Chị nghĩ cái nguyên nhân lớn nhất mà dẫn đến cái không khí ở Hà Nội nó ô nhiễm thì là do cái mật độ dân cư ở Hà Nội nó quá đông. Chất lượng không khí kém như vậy là do mọi người thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, hoặc là do các phương tiện giao thông như bây giờ, như là xe gắn máy, xe ô tô. Đó là do mọi người dùng than để làm nấu bếp, mọi người đi ô tô xả ra khói, đốt rác bừa bãi, vứt rác lung tung. Thực ra thì nó vẫn vấn đề về sức khỏe thì nó cũng không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nó chỉ là vấn đề về đường hô hấp đấy. Nó thì đôi khi là nếu mà chị đi làm ấy mà nó cái khói bụi từ cái xăng xe ấy, nếu mà mình không có mang khẩu trang ấy, thì đôi khi là về mình hay dễ bị viêm họng, viêm mũi. Die Partikel, die wir Luftverschmutzung nennen, sind super klein. Das bedeutet, sie gelangen durch unsere Atemwege quasi in den gesamten Körper. Und dadurch sind sie nicht nur beschränkt auf die Atemwege, sondern können dazu führen, dass es Herzinfarkte gibt. Und die Weltgesundheitsorganisation sagt eigentlich, dass die Luftverschmutzung eine der Hauptursachen zurzeit ist von Krankheiten. Theo mình nghĩ là không phải độc riêng mình mà mọi người, tất cả mọi người đều gặp cái ảnh hưởng về sức khỏe từ môi trường là khá nhiều. Lasst uns herausfinden, ob das wirklich so stimmt. Wir sind an der Kreuzung von Mokrenstraße und die Luftqualität ist sehr schlecht. Wir sind im Winterstraße. Die Luftqualität ist 99. Es gibt viel Verschmutzung hier, weil es gibt keine Bäume und es gibt viele Moped und Autos hier. Wir sind in Pfannigfunkstraße und das Luftqualität ist 91. Und das O2 ist hoch. Die Luftqualität ist 59. Es ist okay, weil wir am See sind. Und es gibt viele Bäume und Pflanzen und es gibt keine Autos und Moped, weil es ist Wochenende. Wir sehen, es gibt einmal die Luftverschmutzung, die tatsächlich vom Verkehr in der Stadt kommt. Hier sind die Lösungsmöglichkeiten, auf weniger verschmutzende Fahrzeuge umzustellen. Was man dabei immer beachten muss, ist die soziale Komponente. Was wir nicht wollen und was nicht das Ziel sein kann, ist, die Luftqualität zu erhöhen, aber den Ärmsten die Lebensgrundlage zu nehmen. Außerhalb der Stadt ist es relativ einfach.
In Industrieanlagen kann man Filteranlagen einbauen und man kann sie an andere Stellen auch versetzen. Man braucht einen ganzheitlichen Ansatz über das gesamte Land, wo man guckt, wie sind die Luftströme und wie schafft man es, die Industriecluster, die Kohlekraftwerkscluster so zu lokalisieren und sie so auszustatten, dass sie die Städte mit den vielen Einwohnern nicht gefährden. Darüber hinaus muss man sich grundsätzlich Gedanken machen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, auf Kohle zu verzichten und die Industrieanlagen so zu gestalten, dass sie möglichst wenig negativen Einfluss auf die Bevölkerung haben. Ví dụ như là mình có thể sử dụng xe đạp thay cho các phương tiện như xe gắn máy hoặc là cũng giảm bớt đi xe ô tô, mình có thể sử dụng xe buýt nhiều hơn. Có là mình nấu bếp bằng bếp từ, mình không vứt rác bừa bãi và tái chế rác hoặc là phân loại rác. Chị nghĩ cái vấn đề giải pháp thì bản thân mình hạn chế các cái phương tiện giao thông cá nhân. Mình thành phố nên sử dụng nhiều hơn hoặc là khuyến khích người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện giao thông công cộng. Thì khi mà cái lượng phương tiện giao thông cá nhân nó giảm đi thì chị nghĩ là cái lượng khói bụi mà thải ra thành phố nó cũng sẽ giảm theo. Để cải thiện theo mình thì để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường này thì Greenerdie arbeitet daran, zunächst einmal den Leuten mitzuteilen, dass es das Problem der Luftqualität in Hanoi gibt. Es ist ein ganz neues Problem, was es vor 3 Jahren so in Hanoi noch nicht gab. Zumindest war es einfach vielen Leuten nicht bekannt. Das bedeutet, wir machen ganz viel Aufklärungsarbeit, arbeiten mit der Presse, arbeiten mit dem Fernsehen, um der Bevölkerung von Hanoi und aber auch von Vietnam zu sagen, okay, hier gibt es ein Problem, was könnt ihr jetzt schon machen? Und da geht es ganz viel darum, die richtigen Masken zu tragen, wenn man auf dem Motorroller unterwegs ist. Da geht es darum, zu verstehen, in welchen Situationen es besser ist, seine Kinder nicht rauszuschicken, sondern sie lieber drinnen spielen zu lassen. Theo mình thì mỗi người có thêm một chút ý thức, rồi ví dụ như các cơ quan chức năng sẽ có nhiều biện pháp khác nhau, có thể là tổ chức các sự kiện gì đấy cho thanh niên, rồi đoàn thanh niên các thứ, có thể là ein zweiter Schritt ist, dass wir versuchen, mit den Stellen in Kooperation zu treten, die tatsächlich etwas machen können. Hier reden wir über die Regierung und wir versuchen zu ermutigen, Lösungsansätze zu finden und Lösungen, die dazu führen, dass die Luftqualität nicht schlechter wird in der Zukunft, sondern dass sie sozusagen in den Jahren 2016 und 2017 an ihrem schlechtesten Punkt angekommen ist und von nun an besser wird. Aber dafür sind viele Sachen zu tun und wir hoffen sehr, dass die Regierung da auch die richtigen Schritte einleiten wird. Ich bin schon tot. Mich betrifft dies nicht mehr. Aber es betrifft euch und alle anderen Menschen dieser Welt.